So, Servus, zurück beim Frankenpedaleur. Ich bin schon fertig gekleidet. Ich begebe mich jetzt gleich raus auf die Straße in den Pegnitzradweg. Ich fahre nämlich nach Nürnberg rein zum Start des Jedermannrennens der Deutschlandtour. Die findet ja am 29. August statt. Da ist das Jedermannrennen. Es sind 108 Kilometer, ein bisschen durch die Fränkische Schweiz. Und wir starten exakt da, wo auch der offizielle Start ist, fahren durch die Wohngegenden raus aus der Stadt. Ich zeige euch die ganzen Hügel, wo es hochgeht, wo es runtergeht, wie das Ganze aussieht. Für die vielleicht ganz interessant, die jetzt hier nicht ortsansässig sind. Für die Locals ist es uninteressant, weil das hat jeder hier schon zigmal abgefahren. Aber gerade die, die hier neu starten wollen, für die, glaube ich, ist das ganz sehenswert. Und ja, dann sehen wir uns gleich draußen auf der Straße auf dem Weg zum Hauptmarkt bzw. Rathaus in Nürnberg City. Bis dahin. Hier wollen sie irgendwie eine Surferwelle bauen. Wenn mich nicht alles täuscht, so nach dem Isar-Vorbild. Mal schauen, wie das wird und ob das was wird. So, mitten in Nürnberg jetzt. Da vorne um die Ecke ist der Start. Da sind wir quasi beim Rathaus und bei der Polizei. Da geht's los. Und zwar genau hier. So, hier ist der Start. Und hier geht's los, die Straße raus. Ich werde jetzt nicht alles original abfahren können, weil dazu müsste ich auf der Straße fahren, wo es teilweise nicht erlaubt ist. Aber so grob kann man sich dann bestimmt einen Eindruck verschaffen, wie es aussieht. Also hier geht es erstmal Schuss raus aus der City. Das ist das Laufer Tor, da geht es durch. Vor zum Rathenauplatz und dann links in die äußere Bayreuther. Und dann geht es ein bisschen durchs Wohngebiet. Vorbei am Laufer Torturm zum Rathenauplatz. Da müssen wir jetzt links. Allerdings den Fahrradweg. Geht nicht anders. Ihr schießt dann hier rüber über die Kreuzung und dann einfach links rum. Aber ich glaube, das würde jetzt einige Verletzungen nach sich ziehen, wenn ich das jetzt machen würde. Hier müsst ihr Obacht geben, wenn ihr hier von links kommt und rumfahrt. Das sind die Straßenbahnschienen. Dass ihr da nicht stürzt, weil es ist ein bisschen tricky hier. Ich weiß nicht, ob sie die abkleben, aber das ist schon ziemliches Gewirr hier. So, und an der nächsten Ampel geht es gleich schon wieder rechts. Da ist die Bowlinghalle. Und dann geht's durchs Wohngebiet. So, hier geht's dann links in die Schoppershofstraße. Alles ja, recht zugebaut und gut zugeparkt. Da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn es abgesperrt ist. Ob das alles so funktioniert. Ja, aber offizielle Route. Ja, die Baustelle muss bis dahin weg sein. Ich hoffe, die sind schnell. So, hier rechts in die Bismarckstraße und jetzt kreuzen wir den Ring. Der Ring um Nürnberg rum, das ist der hier. Geradeaus zu, eigentlich ziemlich lange geradeaus. Nach allen Stegen raus, da geht es dann auf die B14. Die führt Richtung Beringersdorf und dort biegen wir dann ab. Das ist ein ziemliches Ballaststück, da müssen sie eigentlich dann über die Straße leiten, weil rechts geht ja ein Fahrradweg, aber der ist zu klein.
Also das bedeutet, ich spanne die ganze B14. Das wird dann der schnelle Part erst einmal. Da könnt ihr richtig ballern. Hinein in den Steinplattenweg. Jetzt sind wir in Erlenstegen. Das ist der Osten der Stadt. Ja, die ein bisschen bessere Gegend, wo die Reichen und Schönen, naja, meistens sind sie nur reich und nicht schön wohnen. Naja, was heißt reich? Das sind halt hier die alten Stadtwellen und nicht die billigste Gegend, sagen wir so. So, nach dem Steinplattenweg kommt man hier auf die Eichendorfstraße, da muss man jetzt rechts und dann gleich wieder links, das sind auch wieder Bahnschienen, das ist der Endbahnhof der Straßenbahn Erlenstegen und dann geht es auf die B14 raus und dann gib ihm. So, das Ortsende von Nürnberg ist hier erreicht. Ab hier feuerfrei dann. Ich fahre gemütlich den Radweg entlang. Die B14 ist dann da drüben. So, hier können dann Feuer an der Autobahn vorbei brettern, was das Zeug hält. Ich fahre unten drunter. So, und dann im nächsten Ort, das ist quasi Beringersdorf, nach der Autobahn. Da geht es dann an der Hauptkreuzung links weg. Und dann eigentlich auch nur noch geradeaus. Schöne, lange, gerade Straße, allerdings leicht bergauf, immer wieder wellig. Also da kann sein, dass der ein oder andere an den Wellen abgeschüttelt wird. Aber ich glaube, die Straße ist gleichmäßiger wie der Radweg, ist ja meistens so. Der Radweg geht dann immer so und die Straße geht so. Also müsste schon funktionieren. So, ich nehme wieder den Radweg. Hier logischerweise die Straße. Und ab hier wird es dann. Gibt es dann eigentlich nur noch auf und ab. Dann geht es dann raus aufs Land. Ich werde es jetzt nicht mehr so detailliert dann zeigen. Ich zeige euch halt die Anstiege und die Wellen und die Landschaft. Aber wichtig halt mal so der Weg raus aus der Stadt mit seinen Ecken und Kanten und Schienen. Und ab hier viel Spaß beim Aufsaugen der Eindrücke der Deutschlandtour Jedermannrennen. Das war ein schnelles Stück von Güntersmühl rum da. Hier Spitzkehre links rum dann. Okay, also Autos dürfen da nicht parken, wahrscheinlich in Nürnberg genauso wenig. Wäre auch zu gefährlich, weil es ist schon verdammt eng dann, wenn da auch noch Autos stehen.
Es ging jetzt hier durch Benzendorf durch, den Ort solltet ihr euch merken, weil danach geht es dann nach Oberrüsselbach und da kommt der erste ernstzunehmende Anstieg. Da geht es dann schon mal so auf 15-16% hoch. Er ist jetzt nicht ultra lang, wir haben hier nicht so lange Anstiege, aber teilweise steil. Ich glaube, der Strava liegt irgendwo bei, keine Ahnung, 6 Minuten oder so. Und da wird sich auf jeden Fall die Spreu vom Weizen trennen, weil ja, es ist doch ein bisschen schmerzhaft an manchen Stellen. So, hier geht's rein in die Wand von Rüsselbach. Mögen die Spiele beginnen. So, der erste Teil ist in Mittelrüsselbach. Es geht noch hier an der Kirche, wo ich gerade vorbei bin. Und dann geht's nach Oberrüsselbach. Nahtloser Übergang. Und da wird es dann steil. So, hier ist die Quelle vom Rüsselbach und hier ist man dann schon oben. Da geht es dann noch so leicht ansteigend hoch auf einer Hochebene und da wird es richtig schön so vom Blick her, aber ich glaube, man hat dann keinen großen Sinn für irgendwelche Ausblicke. Ich schaue mir mal die Quelle an, ich glaube, ich war da noch nie. So, wir sind jetzt wahrscheinlich auf dem Dach der Tour, 543 Meter, recht viel höher geht es in unseren Gefilden nicht. Das ist jetzt hier so die Hochebene von Lillinghof, da hinten geht es dann gleich wieder runter, schön hier oben. Da sieht man dann auch schon den nächsten Hügel, wo es dann hochgeht. Weiter Richtung ja, Spieß ist dann wieder die Runde zurückmacht. Und ja, da warten noch ein paar andere Hügel, aber das war jetzt so der ärgste Stick, sag ich mal. Und ja, jetzt geht's erstmal wieder runter. Jetzt, wenn im Rennen passiert, das wäre fatal. Beim Altstadtrennen rund um Nürnberg ist sowas ähnliches ja mal passiert. Da ist ein Linienbus einfach auf die Strecke gefahren. Und ja, da hat es eigentlich jetzt zerbröselt. Die sind dem dann hinten ins Heck reingerauscht. Unverständlich, wie sowas passieren kann, aber ja, passiert halt. Ne? Immer wieder mal solche Pannen. Und ja, die Straßenbahnschienen waren damals, glaube ich, auch, die waren abgeklebt oder da habt ihr irgendwie Füllmaterial rein. Also, da werden sie schon was machen, weil so ist es unbrauchbar, wenn man hier über die ganzen Schienen donnern soll und dann quasi noch um die Kurve fahren soll, währenddessen man die Schienen kreuzt. Also da müssen sie irgendwas machen. So, dem fahren wir hinterher, da geht's links, rechts rum wird es eine schöne Abfahrt geben mit Serpentinen, aber wir fahren links rum.
war jetzt ja gerade die Abfahrt hier nach Ittling. Und da geht es dann so ja, links bis um die Kurve und dann kommt sofort eine T-Kreuzung, wo man links abbiegt. Also da immer ein bisschen Obacht geben bei diesen Abfahrten, da kann es mal abrupt zu Ende gehen. Aber da wird schon irgendein Sicherheitsposten stehen und Bescheid geben. So, auf die B2 geht es dann auch Richtung Bayreuth und dann geht es ins wunderbare Trubachtal. Das wird das Highlight. Ja, das wird richtig geil dort. Das ist eine schöne Gegend mit Kletterfelsen. Richtig was fürs Auge. Hier im Trubachtal ist, dann hat man noch ca. 45 Kilometer nach Nürnberg. Ist schon noch ein Stück und noch ein paar Hubbels sind noch dazwischen. Also da ist es noch lange nicht getan. Da kommt gleich der erste Rampe, 12-13% nach dem schönen Tal. So, da geht es jetzt auch noch drüber. Ist dann Rödlers. Nach der schönen Abfahrt vom Guttenburg. Muss man unten Obacht geben, kommt eine T-Kreuzung. Da geht es dann links und gleich wieder rechts. Hier zum Rödlerser Berg. Abfahrt vom Rödlerser Berg ist so Obacht geben, dass dann unten in der Senke macht die Straße einen Rechtsknick, die Hauptstraße. Wir fahren aber links rein und kommen dann hier auf diesen ja, mehr oder weniger geteerten Feldweg. Ist auch wieder so ein Stück, wo man halt volle Kanne runterfährt, aber unten dann plötzlich irgendwo abbiegen muss. Auf zum letzten Anstieg nach Kalchreuth über Röckenhof und dann geht's Schuss nach Nürnberg. Da oben ist dann Kalchreuth. Wer jetzt hier noch die Beine hat, der knallt sich ein Gel rein und greift dann in Röckenhof den letzten Anstieg an, weil danach geht's dann in die Abfahrt nach Nürnberg. Wenn er das durchzieht
sich lösen kann am Anstieg, dann ja, gehören die Lorbeeren ihm. So, hier in Reckenhof, da geht es jetzt hier so eine Rechts-Links-Kombination und dann geht es in den Anstieg nach Kalchreuth hoch. Das ist nicht viel, das kann man hochsprinten quasi, wenn man noch gut drauf ist. Das sind vielleicht 40, 50 Höhenmeter im Maximalfall. Hier, das ist einmal hier rechts rum, da vorne, wo das Auto fährt, wieder links und dann geht es schon hoch. Wieder zurück an der Burg, nicht mehr weit, 100 Meter, dann ist das Ziel da. So, vorbei am Hauptbahnhof Richtung Opernhaus und da ist dann das Ziel. Hier ist dann die Zielgerade am Opernhaus. Genau hier dann. Genau hier ist das Ziel. Das ist so wie bei der Bayern-Rundfahrt gewesen. Und rund um die Nürnberger Altstadt ist Jedermann-Rennen. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte hoffentlich einen kleinen Eindruck verschaffen über die Runde mit all den Höhen und Tiefen dort. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.